Tubeless wird ja immer mit einer Menge Vorteilen in Verbindung gebracht. Das Gewicht soll geringer sein, man kann geringeren Luftdruck fahren, man hat bessere Pannensicherheit, mehr Grip und besseren Rollwiderstand. Und irgendwann kommt einem der Gedanke gar nicht mehr, dass man ja auch einfach mit Schlauch fahren kann. Aber um ehrlich zu sein, meine letzten beiden Platten hatte ich jedenfalls mit Tubeless-Reifen. Meine Plattensituationen haben eigentlich immer zu einer Sache geführt. Nämlich, dass entweder ein neuer Reifen her musste oder eben doch ein Schlauch rein musste, weil entweder die Felge eine Delle hatte oder der Reifen am Übergang zwischen Felge und Reifen irgendwas hatte, was man auch nicht flicken konnte. Und so habe ich mich in folgender Situation wiedergefunden. Wenn ich nach einem neuen Reifen geschaut habe, habe ich eigentlich immer nach massiveren Reifen geschaut, um solche Dinge künftig vermeiden zu können. Also breitere Reifen, mehr Profil und eine stärkere Karkasse. Die Folge davon? Mehr Gewicht, schlechteres Handling und höherer Rollwiderstand. Alles Dinge, die irgendwie zum verspielten Charakter meines Trailbikes nicht so recht passen wollen. Aber irgendwie habe ich das Ganze dann gar nicht mehr so richtig hinterfragt und mich eigentlich damit abgefunden. Bis ich in einem schwachen Moment wirklich nur ganz kurz die Kontrolle über meinen Mausfinger verloren habe. Und die Folge dieses unbedachten Klickens war dann dieses Bike. Und wer hätte es gedacht? Es kam mit relativ dünnen Reifchen, nämlich dem Maxxis Dissector vorne mit Exo-Karkasse und dem Recon in Exo Plus, beide in 2,4 Zoll Breite. Und mit Schläuchen drin. Mein erster Impuls dabei, die Reifen müssen auf jeden Fall weg. Schnell fettere Reifen rein, vor allem auf Tubeless umbauen, denn immerhin wiegt das Teil deutlich mehr als mein altes Bike. Dann ist allerdings was passiert. Danke, der Hammer. Kein Hardback auf, ohne mich anzustrengen. Normalerweise fahre ich hier vielleicht 9 bis 10. Nach der ersten Probefahrt hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich viel lieber mit dem Teil durch die Gegend gefetzt bin, statt dran rumzuschrauben. Und die abschreckende Vorstellung, schon wieder Reifen zu besorgen, umzubauen, mit Milch rumzuschnoddern und so weiter und so fort, hat dafür gesorgt, dass ich erstmal alles genauso gelassen habe, wie es war. Und was soll ich sagen, mit der Zeit ist dann was Spannendes passiert. Wo ich vor kurzem noch gedacht hatte, dass ich unbedingt eine dicke Karkasse und Tubeless brauche, hatte ich auf einmal erstaunlich viel Spaß mit Schlauch und gar nicht mal so dicken Reifen. Und erstaunlich wenig Pannen, nämlich gar keine. Die Dinger rollen gut, das Gewicht ist nicht so hoch und dadurch ist das Ganze wirklich schön wendig und passt perfekt zum Charakter des Orbea Rise als Trailbike. Und in Sachen Luftdruck, muss ich sagen, bin ich eigentlich auch genau das gefahren, was ich mit Tubeless so drin hatte. Also 20 PSI vorne und 25 PSI hinten. Zwar habe ich schon irgendwie im Hinterkopf damit gerechnet, dass demnächst mal ein Plattfuß ansteht, aber irgendwie kam einfach keiner. Und nach einer Weile des Rumheizens auf meinen Hometrails kam mir ein interessanter Gedanke dazu. Das letzte Mal, dass ich wirklich mit Schlauch unterwegs war, war auf meinem alten Cross-Country Hardtail von 2013 mit 26 Zoll dünnwandigen Reifen, schmalen Felgen und eben keiner Federung hin. Und das war dann nicht immer sonderlich pannenfrei. Aber nach der Erfahrung jetzt könnte es eigentlich sein, dass moderne Trail- oder Enduro-Reifen in Verbindung mit modernen breiten Felgen und eben einer Federung vielleicht gar kein so großes Problem mehr für die Pannensicherheit darstellen und man einfach auch einen Schlauch verwenden kann und nicht nachpumpen muss, nicht den Luftdruck kontrollieren und so weiter und so fort. Aber das waren ja nur die Home-Trails. Also musste was anderes ausprobiert werden. Was mit mehr Steinen. Bisschen härtere Trails. Und nach kurzer Suche wurde ich fündig. Erst hier. Und dann hier. Komischerweise habe ich es auch hier geschafft, beide Locations immer noch ohne Platten zu bereisen. Und das, obwohl ich mir jetzt nicht sonderlich Mühe gegeben habe, irgendwie total vorsichtig zu fahren. Aber jetzt mal im Ernst, wenn ich bei diesen vielen Steinen nicht geschafft habe, mir einen Platten zu holen, wo soll man denn da noch hinfahren? Blieb eigentlich nur noch eine einzige Möglichkeit. Willkommen im berühmten Finale Ligure. Dort, wo blaue Trails schon mal schwarze Features haben und wo es vor allem eins gibt. Steine. Böse, spitze, reifenmordende Steine. Kann meine Schlauchtheorie hier ebenfalls bestehen? Die Italiener haben für diese Fragen genau die richtigen Trails angelegt. Alles aber auch Dinge, die mich in der Kombination irgendwie nicht ganz so zuversichtlich machen, dass das hier eine gute Idee ist. Aber probieren wollte ich es natürlich trotzdem.
Der erste wirklich sonnige Ride des Jahres. Geht jetzt in die erste Abfahrt, ins Finale. Es wird jetzt ein bisschen steiniger, es sind immer noch die Originalreifen drauf. Wir schauen mal, wie es jetzt läuft. Bin sehr, sehr gespannt. Okay, los geht's. Dann würde es hier runter gehen. Nice. Das ist geil. Aber durchaus steinig. Also das, was wir für diesen Test tun wollten. An Tag 1 habe ich mich vorwiegend auf blauen Trails bewegt, die allerdings schon richtig ordentlich steinig sind, wie man hier sehen kann. Die Reifen sind noch ganz. Und nachdem sich dann dieser Tag 1 langsam zu Ende geneigt hat und Tag 2 angebrochen war, war es mal langsam Zeit, einen schwarzen Trail auszuprobieren und zu sehen, ob auch hier die Reifen mit Schlauch noch halten können. Und neben den unzähligen Steinen, die auf diesem Trail verteilt waren, wie am Tag zuvor, hatte dieser Trail auch einige sehr technische Passagen, die auch einem Reifen sehr, sehr schnell zum Verhängnis werden können, indem man zum Beispiel seitlich hängen bleibt und sich damit seitlich dem Reifen aufschlitzt. Das war unmöglich. Eher die Chicken rein. Was ist jetzt hier runter? Okay, drop. Daneben gab es aber auch einige ultraschnelle Passagen, die allerdings auch bespickt waren mit mehr oder weniger spitzen Steinen. Und ich habe eigentlich nur auf den Moment gewartet, in dem ich das erste Mal einen Reifenschaden habe. Der Reifentest des Todes. Und hinten, mal gucken, ist noch da. Und was soll ich sagen? Trotz Steinen, Drops, Schlauch und relativ niedrigem Luftdruck bin ich super durchs Finale gekommen, ohne dass ich mir jetzt besonders Mühe gegeben hätte und total auf die Reifen aufgepasst habe. Zugegeben, ich bin mit über 40 Jahren nur ein mittelmäßiger Biker und sicher total weit entfernt davon, ein wilder Downhiller zu sein. Aber nach dieser Erfahrung muss ich sagen, die Frage nach anderen Reifen und nach Tubeless mit all den verbundenen Dingen, wie zum Beispiel die höheren Kosten dadurch, dass man öfter neue Reifen braucht, dass man Milch nachfüllen muss, dieses ganze Gesuddel, das man immer mit der Milch hat, die stellt sich für mich überhaupt nicht mehr. Ich fahre auf jeden Fall jetzt erstmal weiter mit den Reifen, die ich habe, mit Schlauch. Und wenn ich mal eine Panne habe, dann wechsle ich den einfach. Und mit dieser bahnbrechenden Erkenntnis, lass mir auf jeden Fall ein Abo da und schreib mir in den Kommentaren, was du fährst und vor allem, wie das für dich funktioniert. Dicker Kuss und bis zum nächsten Mal. Ciao.